Deshalb frage ich euch und ich bitte nun die Brautpaare um ein gemeinsames Ja. Deshalb frage ich euch, seid ihr, ihr lieben Brautpaare, bereit, miteinander ein akkadisches Leben zu führen? Dann antwortet mir jetzt bitte mit Ja. Ja! Super! Alle Akkad, Akkad! Akkad! Ich bitte nun, um diese Zeremonie etwas feierlicher zu machen. In Arkadien gibt es ja keine Ringe. Wir sind ja weder Standesamt, noch Gartenamt, noch sonst irgendein Amt. Ich bitte nun, meine lieben Musen, den Bräuten und den Bräutigamen Blumenkränze bzw. Blumen anzustecken. Und unsere wunderbare Kapelle, die uns hier schon her begleitet hat, an diesen arkadischen Ort, wird dazu noch einmal etwas Musik spielen. Blumenkränze und kleine Väschen mit Blüten werden verteilt. Das sind eigentlich so die bekannten Gesichter, die sich hier trauen lassen, wen man hier sieht. Wie sagt man immer dieselben Verdächtigen? Wunderschön. Hell, weiß gekleidet. Alexandra, was klappert ihr hier? Es wird jetzt gleich Quellwasser abgefüllt von der Leutra-Quelle im Ochsenauge und jedes Paar kriegt ein Fläschchen als kleines Geschenk noch mit auf den Weg. Und das dürfen sie trinken oder lebenslänglich aufbewahren? Lebenslänglich aufbewahren. Als Lebenswasser? Ja, Elixier. Liebeselixier. Sie sind jetzt so viele Jahre schon verheiratet. Warum tun Sie sich das noch einmal an? Ich würde sagen, weil wir es wieder tun würden. Ja, nach fast 40 Jahren, da kann man das ja mal erneuern, die ganze Geschichte da. Dann wünsche ich Ihnen für die nächsten 40 Jahre genauso viel Glück, wie Sie jetzt schon hatten. Dankeschön. Warum lasst ihr euch hier trauen? Na, weil es schön ist hier, oder? Warum soll ich mich woanders trauen lassen, wenn es hier draußen so schön ist? Dem ist nichts hinzuzufügen. Was führt euch in diesen illustren Ort? Ich habe noch mal einen Antrag bekommen. Und du hast ihn dankend angenommen? Ja. Und ich habe meinen ersten Antrag unromantisch gemacht und ich wollte das wieder gut machen. Und deshalb jetzt in Arkadien. Jetzt hat es geklappt. Wenn ihr mir in die Hand eure Hände gebt, aufeinander, hiermit seid ihr beiden arkadisch getraut. Nein, 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 nicht füllen. Also, das machen wir gemeinsam. Ja. Wenn ihr mir das rote Kissen noch bitte bringt. Da dürfen sich Braut und Bräutigam drauf niederknien. Und hier ist eine Quelle. Aus dieser Quelle werden wir nun Wasser zu uns nehmen. Das müsst ihr gemeinsam machen als ersten Akt der Verbindung miteinander. Ricola, bist du bereit, Thea arkadisch zu trauen? Ja, bin zu ich. Zu heiraten, Entschuldigung. Thea, bist du bereit, Ricola arkadisch zu trauen? Ja. Dann antwortet beide gemeinsam nochmal mit Ja. Ja. Dann bitte ich um Kissen und Fläschchen und hier ist Gebüsch. Und bitte einen gemeinsamen ersten Akt des arkadischen Wassers. Bitte macht das gemeinsam. Hiermit seid ihr arkadisch Mann und Frau. Herzlichen Glückwunsch. Der Traumeister steht im Ochsenauge. Julia und Stefan. In dem außerdem. Julia. Die Blüten der Kosmea schwimmen. Ihr lebt auch schon so viele Jahre zusammen. Was führt euch denn nun ausgerechnet hier nach Arkadien? Aller guten Dinge sind drei. Wir heiraten das dritte Mal. Ja, als Paar heiraten wir das dritte Mal. Wie muss man das verstehen? Standesamtlich. Kirchlich. Und arkadisch. Und was ist für euch das Bindendste? Immer die Letzte. Na klar. Herr Konsul, welche Bedeutung hat denn eine solche Trauung? Das ist ja nicht nur Spaß an der Freude. Nein, es drückt doch ein tiefes Gefühl der emotionalen Verbundenheit aus und des gemeinsam gelebten Lebensgefühls, das arkadisch ist, das heißt entspannt, der Natur zugewandt
offen für Eindrücke und offen für andere Menschen. Animiert ist sie nicht, sich auch noch mal akatisch trauen lassen zu wollen? Oder ist es für sie ausreichend, hier, sagen wir als Konsul, die Oberaufsicht zu führen? Zunächst einmal muss ich natürlich helfen, hier diese ganze Veranstaltung mit in Weimar zu organisieren. Das verbindet sich natürlich auch ein bisschen mit dem Amt, das ich bei den Grünen Wahlverwandten habe. Also dafür zu sorgen, dass das ganz pflegsam und schonend für den Park abläuft, dass hier keine Belastungen stattfinden. Aber um zur Frage zurückzukommen, selbstverständlich könnte ich mir das vorstellen. Und wir haben, wie soll ich sagen, eine begrenzte Anzahl von Paaren, für dieses Jahr eigentlich nur zur Trauung eigentlich haben dürfen. Und deswegen habe ich da einfach, bin ich zurückgetreten und hat den anderen die Freude gelassen. Ist das schon akkadischer Nachwuchs? Ja, ist es. Ist der Bruno. Okay. Akkad, Akkad, Bruno. Akkad, Akkad. Was treibt Sie denn hier nach Arkadien als alter Italien-Freak? Ja, ich habe darüber literarisch gearbeitet. Ich habe in der Villa Vigoni am Como See einen Vortrag gehalten über Tiefurt als weimarisches Arkadien. Und mich insofern damit beschäftigt und deshalb interessiert mich das natürlich. Entspricht das, was Sie hier sehen, so ein bisschen dem, was Sie damals gelesen, geforscht haben? Ach, ich denke schon. Auch, dass man einfach wieder daran erinnert, dass man versucht, eine Form zu finden, das heute für uns gegenwärtig und erlebbar zu machen, finde ich ganz großartig. Bitte aber jetzt um die Boten Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt die akkadische Hymne hören. Ja, als ich noch Prinz war von Arkadien, es ist beeindruckend. So, wir kommen zum Stern. Dort steht eine Tafel. Und das, was ursprünglich der Backstage für den Kubus damals war, hier liegen rote Decken, wo ganz offensichtlich die Paare dann niederknien und dort speisen können. Und es stehen zwei arkadische Schafe. Ist das nicht alles sehr deutsch? Eine Urkunde und eine Gebühr? Also Urkunden gibt es in jedem Staat. Warum soll es in Arkadien keinen Staat geben? Es geht ja auch darum, dass so etwas dann hier vom deutschen Staat anerkannt wird. Deswegen gibt es eine Urkunde, aus sonst keinem anderen Grund. Die nächsten bitte. So, schauen wir auf die akkadische Tafel. Da gibt es ja ganz leckere Sachen. Es haben wir Suppe, zwei Art von Suppen, haben wir Brot, Käse, Stängel, Fleisch, Obst, alles. Was ist diese Suppe dort oder ist das eine Art Nachtisch? Nein, wir haben eine Schwarzwurzelcreme-Suppe und Karottensuppe mit Huhn. Nächster
extra aus Australien angereist. Wir leben nämlich in Australien. Wunderbar. Aber dieser Frau haben wir es zu verdanken, dass wir überhaupt davon erfahren haben. Sie hat uns gesagt und wir wollten gerne was hier machen, weil ich in Australien ganz überstürzt geheiratet habe, vor 7 Jahren. Und ich wollte gerne mal auf deutschen Boden heiraten. Und dann plötzlich eine ganz untypische deutsche Hochzeit. Und das ist so toll, ich liebe es. Ganz klasse. Was sagt dein Mann dazu? Ich finde es absolut klasse und er denkt, es wird in den nächsten Jahren sich zu einem Riesenfestival mit Tausenden, die international auch anreisen, aus aller Herren Länder entwickeln. Das heißt, ihr werdet in Australien richtig dafür Werbung machen? Ja, natürlich. Jede Menge Fotos wurden auch geschossen und überhaupt. Also es ist, sowas habe ich noch nie erlebt und es ist ganz toll. Also erst mein Kompliment zu diesem wunderschönen Ereignis. Besten Dank. Großartig. Wie groß war die Vorbereitung? Jahrelange Vorbereitung hat man bei so einer Arbeit immer. Selbstverständlich, oder? Wobei, man muss dazu sagen, Arkadier bereiten sich ja anders vor, als man das hier in Deutschland macht. Und deswegen ist die Vorbereitung jahrelang. Und gleichzeitig ganz kurz. Dieses wunderbare Pärchen, dieses Binationale, sprich Deutschland, Australien. Sie wollen diese Idee nach Australien tragen, um dann nach Weimar hier all diese heiratswütigen Australier zu schicken. Hat das eine Zukunft? Wäre das dann so ein Druckmittel mit, dass der ICE wieder in Weimar hält? Naja, ich würde eher sagen, wir müssen Arcadia Airlines hier landen lassen. Wenn die aus Australien kommen, ist es doch für Arcadia ein super Geschäft, wenn wir mit Arcadia Airlines hier direkt einen Flughafen, eine Landebahn bauen und dann gleich hier ankommen. Wie oft haben Sie das schon gemacht, so eine Trauung? Massenhochzeit habe ich jetzt das allererste Mal gemacht. Ich habe aber schon Menschen arkadisch getraut. In den letzten Jahren, jedes Jahr einmal, aber Einzelpaare. Das waren Künstlerkollegen, Filmemacherinnen und ein Theaterdramaturg, die diese Idee so großartig fanden und die aber tatsächlich auch standesamtlich geheiratet haben und statt Kirche dann arkadisch. Und haben Sie da auch jedes Mal im Wasser gestanden? Nein. Das heißt, das ist etwas für Weimar Einzigartiges? Ja, eine Massenhochzeit ist natürlich was anderes als eine Einzeltrauung. Also deswegen ist das wirklich was Einzigartiges für Weimar, klar. Wenn Sie jetzt dafür einen zusammenfassenden Satz geben sollten für das, was Sie heute hier geleistet und erlebt haben. Ich finde das wirklich richtig arkadisch, was hier passiert. Das finde ich eigentlich in Weimar, das gibt ja dieses Konsulat nun schon einige Jahre hier. Und es gibt immer wieder mal Veranstaltungen. Wir haben schon mal hier einen arkadischen Nationalfeiertag begangen. Und die Gruppe derer, die sich dieser Idee verschreiben, wird immer größer von Jahr zu Jahr. Und das finde ich großartig. Wir hatten vorhin schon mal gefragt, ob man automatisch, wenn man sich arkadisch trauen lassen hat, auch Bürger Arkadiens ist. Also den Bürgerbegriff, wie es das hier gibt, den gibt es in Arkadien gar nicht. Also es gibt auch keine arkadischen Pässe, sondern man kann sich in den Bürgerpass dieses Landes oder eines anderen Landes ein arkadisches Visum hineingeben lassen. Und damit kommt man dann nach Arkadien. Was mir ja übrigens gut gefallen hat, dass ich hier mal von jemandem gehört habe, der tatsächlich mit dem arkadischen Visum, ich glaube es war irgendwo in Nordafrika, mit diesem Visum über Grenzen kam. Und das ist doch toll. Also ich meine, das ist doch das, worum es eigentlich geht. Was muss ich machen, wenn ich so ein arkadisches Visum möchte? An dem Tisch da drüben liegen Visa-Anträge aus. Die bekommt man auch im ACC jederzeit. Die muss man ausfüllen, das ist nicht großer Aufwand. Gibt die im ACC, am Weimarischen Arkadischen Konsulat ab und dann wird einem ein Visum ausgestellt. So und jetzt, weil wir leben ja nun trotz alledem in doch fiskalischen Zeiten, das heißt, ganz umsonst ist es nicht, man muss einen kleinen Obolus entrichten, sowohl für die Trauung als auch für das Visum. Ja klar. Das ist das Irdische hier. Ich meine, ich befinde mich ja jetzt hier nicht auf arkadischem, sondern auf thüringischem Boden. Und da ist es so. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Akkad, akkad. Akkad, akkad.